Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Tipp, zweite Liga, erster Spieltag. So sieht's mal aus. Ja, die zweite Liga, sie beginnt nun. Und die große Frage ist die, wie wird das Ganze laufen? Denn diese zweite Liga strotzt ja momentan nur so vor Traditionsvereinen. Könnte vielleicht der ein oder andere hoch in die Liga 1 gehen oder der ein oder andere den bitteren Gang in Liga 3? Schauen wir mal. Los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel der zweiten Liga ist Finisher zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger Sportverein. Ja, große Frage ist natürlich die, schafft Schalke den direkten Aufstieg wieder oder eben nicht? Ist das eine kurzweilige Geschichte mit dem FC Schalke 04 in Liga 2? Das wird sich eben zeigen im Laufe der Saison. Der HSV hatte auch gedacht eigentlich, dass das eine kurzweilige Geschichte wird in Liga 2. Jetzt ist man schon das nächste Jahr in Liga 2. Ich vermute auch tatsächlich, dass auch in diesem Jahr der Aufstieg wieder nicht gelingt. Vielleicht werden sie am Anfang der Saison gut dabei sein, vielleicht sogar mit um die Meisterschaft, um die Hinrundenmeisterschaft spielen. Das, was sie auch die letzten Jahre immer wieder getan haben und sie auch immer wieder geholt haben. Aber die Rückrunde, die passt einfach nicht. Und vielleicht passt das dieses Mal aber dann beim FC Schalke 04. Von daher, ich denke schon, dass die Schalke in dieser Saison aufsteigen werden. Aber im Auftaktspiel nur ein Unentschieden schaffen gegen den HSV. Ein 1:1. Das nächste Spiel ist das erste Samstagspiel. Es ist das Spiel zwischen Darmstadt 98 und Jahn Regensburg. Ja, die große Frage bei Darmstadt ist eben, wie wird diese Saison ablaufen? Ja, man darf es so sagen, denn tendenziell könnte man sie als Geheimfavoriten sehen, mit um den Aufstieg. Ja, in den letzten Spieltagen bewiesen, da kann man definitiv auch mit den Darmstädtern in dieser Saison rechnen. Andersrum, es wird sich eben zeigen, in welche Richtung diese Saison laufen wird. Ne? In der letzten Saison war es ja auch so, dass am Anfang wirklich ganz viel schief ging und genau das eben nach hinten raus wieder korrigiert worden ist. Andersrum, Jahn Regensburg. Ich vermute tatsächlich, dass die Regensburger in dieser Saison den kürzeren ziehen werden. Man hat auch in der letzten Saison gemerkt, dass irgendwie ja, die Puste ausgegangen ist. Aber nun gut, man hatte ja einige andere Kandidaten, die eben noch viel schlimmer waren. Und ich vermute tatsächlich, dass Jahn Regensburg den kürzeren ziehen wird und wahrscheinlich auch absteigen wird. Im Auftaktspiel wird man auch direkt merken, wer von den beiden das bessere Team ist. Darmstadt gewinnt mit einem 3:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem SC Paderborn. Ja, beide Teams vermute ich mal tatsächlich werden im Mittelfeld der Liga rumgeistern, vielleicht sogar im oberen Mittelfeld der Liga. Das wird sich eben zeigen. Bei den Paderbornern war es ja in dieser Saison so, dass es nicht den direkten Abstieg in Liga 3 gab. Das heißt also, die Achterbahnfahrt der Paderborner, sie ist aufgehalten. Die große Frage ist die, kann man in dieser Saison vielleicht sogar oben wieder anknüpfen? Heidenheim hat natürlich wieder als Ziel, oben dabei zu sein. Das Problem ist bloß das, dass einige Leistungsträger bei Heidenheim den Verein verlassen haben. Und ich vermute mal, dass in dieser Saison eher eine Orientierungssaison sein wird. Im Auftaktspiel wird Heidenheim aber orientierungsmäßig 3 Punkte holen und am Ende mit einem 1:0 gewinnen. Das nächste Spiel ist ein Aufsteigerduell. Ja, tatsächlich am ersten Spieltag Aufsteigerduell. Das ist das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt. Die Ingolstädter ganz knapp dann doch noch durchgekommen, wobei man letzte Saison ja auch ganz knapp hätte durchkommen können, aber es eben dann nicht tat. Jetzt in dieser Saison definitiv Ziel Klassenerhalt. Aus meiner Sicht wird das wahrscheinlich aber eher nichts, denn schon in der letzten Saison, wenn es wirklich ernst wurde, hat eben diese klassische Ingolstädter Taktik von wegen, oh, wir erzielen ein Tor und halten das Ding, nicht funktioniert. Und ich denke mal, in Liga 2 wird das deutlich, deutlich, deutlich anstrengender für die Ingolstädter. Hingegen für Dynamo Dresden, denke ich mal, wird der Klassenhalt dabei sein, auch wenn sie diese gesamte Saison eher unten in der Tabelle stehen. Aber Klassenhalt, aus meiner Sicht, wird Dynamo Dresden schaffen. Im Auftaktspiel gegen Ingolstadt wird auch Dresden den ersten Dreier holen mit einem 2:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Hansa Rostock und dem Karlsruher SC. Ja, Rostock endlich wieder zurück in Liga 2. Sie haben sich dieses Jahr das erkämpft, in Liga 2 zurückzukehren. In den letzten Jahren immer mal wieder, auch wieder HSV, immer wieder irgendwie am Platz 4 gescheitert. Und jetzt endlich ist man in Liga 2. Bloß, ja, diese Liga 2 würde ich mal momentan vermuten, dass Rostock da nur ein Jahr dabei ist.
Es wird sich einfach zeigen, wie sich der Kader entwickeln wird. Also aus meiner Sicht aktuell ist der nicht zweitligatauglich. Aber man wird einfach sehen, wie das in dieser Saison laufen wird. Es kann sich ja alles nur drehen und wenden. Wir haben das schon in den letzten Jahren gesehen. Zum Beispiel auch in der letzten Saison, als Fürth am Anfang der Saison eigentlich relativ schlecht gestartet ist und jetzt in Liga 1 spielt. Also von daher, es kann auch alles Mögliche passieren. Stand jetzt tendiere ich doch stark dazu, dass Rostock definitiv mit dem den Abstieg spielt und vielleicht sogar absteigt gegen Karlsruhe, die in den letzten Jahren immer regelmäßig da unten standen. Ne? Das darfst du eben auch nicht vergessen. Die werden wahrscheinlich in dieser Saison das auch ziemlich schwierig haben. Letzte Saison hatten sie zwischenzeitlich ein riesengroßes Formhoch, was sie eigentlich sogar mit in den Aufstiegskampf gebracht hatte. Na, ich denke mal, in dieser Saison wird das eher nichts. In dieser Saison wird es eher Mittelfeld, unteres Mittelfeld. Aber mal gucken, wie das laufen wird. Im Auftaktspiel sind beide Teams hochmotiviert und am Ende wird es ein Unentschieden, ein 1:1. Das nächste Spiel ist mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen Werder Bremen und Hannover 96. Und da kann ich mich noch an so viele Partien erinnern in der ersten Liga. Das waren eigentlich richtig interessante Matches, Schlagabtausche, alles Mögliche. Und ich hoffe einfach so sehr, dass es in Liga 2 auch so laufen wird. Denn dieses Duell hat definitiv Brisanz. Klar, Niedersachsen-Derby kann jetzt ein oder andere sagen. Andersrum, Bremen ist ein eigenes Bundesland, also von daher, Niedersachsen-Derby ist es definitiv nicht. Also, aber trotzdem, es ist ein Derby, es ist ein interessantes Spiel. Beide Teams werden sich definitiv nichts schenken in dieser Saison. Vermute ich tatsächlich, dass Werder Bremen auch mit um den Aufstieg spielt und vielleicht sogar direkt aufsteigt. Wird sich zeigen, wie die Saison laufen wird. Ich denke, aber im Auftaktspiel wird Bremen das Spiel gewinnen mit einem 2:0. Letzte Saison aus meiner Sicht sehr unglücklich abgestiegen, man muss es so sagen. Also mitten in der Saison hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Bremen ein Kandidat ist, der in die zweite Liga geht. Definitiv nicht. Aber mit so einer Serie, da musst du dann leider auch so absteigen. Das nächste Spiel ist das erste Sonntagsspiel. Es ist das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Holstein Kiel. Ja, auch da war ich am Überlegen, ob das mein persönliches Topspiel ist, aber das andere Spiel hat einfach zu viel Nostalgiefaktor und deswegen aus meiner Sicht ist es das jetzt hier nicht. Also St. Pauli in der letzten Saison in Rückserie mit um Aufstieg spielend. Ja, wenn man die Hinserie mal wegstreichen würde. Aber mit Hinserie, das war eine gute Saison für den FC St. Pauli. Kiel dagegen gescheitert. Kiel gescheitert am letzten Spieltag an sich selber am besten, weil anders kann man das eigentlich nicht sagen. Man war gut dabei, eigentlich sah auch alles danach aus, dass man den direkten Aufstieg schafft und dann schafft man den direkten Aufstieg nicht. Dann geht man in die Relegation. Im Hinspiel kann man sagen, das kann alles möglich sein. Aber im Rückspiel dann so abgefertigt werden vom 1. FC Köln, okay. Dementsprechend darf man sich nicht beschweren, dass man jetzt in Liga 2 ist. Als Kiel natürlich wieder mal als Aufstiegskandidat definitiv zählbar, aber aus meiner Sicht nicht dabei. Also wahrscheinlich werden es auch so viel Platz 4, 5, 6 ungefähr sein, denn man darf eben nicht vergessen, dass sie unter anderem der FC Schalke 04 und auch Werder Bremen noch mit ziemlich vielen Kräften auch aus der ersten Liga noch in der Kandidaten sind, beziehungsweise ihre Transfers eigentlich sehr gut aus meiner Sicht bislang gewählt worden sind. Große Frage eben bei Kiel, wie wird die Saison laufen? Ich denke, sie werden oben mitspielen, aber im Auftaktspiel gegen St. Pauli ein torreiches 2:2 abliefern. Das nächste Spiel, das ist das Spiel zwischen Nürnberg und Aue. Ja, letzte Saison eher für beide so ein bisschen schmucklose Saison, aber das ist auch völlig in Ordnung. Also wahrscheinlich haben beide Teams so an Abschluss sich gedacht, so oh, lieber nur schmucklose Saison, keine Abstiegssorgen, nichts dabei, als irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen Angst zu haben. Also die große Frage ist natürlich die, wie wird das weitergehen? Der ein oder andere sieht Aue in der dritten Liga, also das ist aus meiner Sicht vielleicht noch ein bisschen sehr früh gesagt. Aber andersrum, man wird sich da einfach zeigen. Auch beim Nürnberg sagen auch einige, ja, das ist auch so ein Kandidat, der vielleicht wieder in die dritte Liga geht. Also von daher ein Duell der Kandidaten, die unten mitspielen. Man wird es sehen. Auf jeden Fall denke ich mal, im Auftaktspiel wird Nürnberg gewinnen mit einem 1:0. Das letzte Spiel des Spieltages findet statt zwischen den SV Sandhausen und Fortuna Düsseldorf. So, jetzt mag der ein oder andere sagen, so von wegen, ja, immer noch. In der dritten Liga hast du auch schon gesagt, wer dein Meisterfavorit ist, aber jetzt in der zweiten nicht. Ja, der kommt jetzt, nämlich Fortuna Düsseldorf. Aus meiner Sicht, ich vermute mal, dass Düsseldorf vielleicht Zweitligameister wird. Ja, der ein oder andere mag jetzt sagen, so von wegen, aber du hast doch letzte Saison gesehen, das wird nichts.
Naja, aus meiner Sicht ist die letzte Saison einfach auch wieder mit diesem klassischen kurzen Formtief dabei gewesen. Hätte es dieses Formtief nicht gegeben, ne? Wo wäre Düsseldorf jetzt? Ersten Liga wahrscheinlich. Also die große Frage ist natürlich die, kann man dieses Formtief über die Saison wegkriegen, beziehungsweise nicht haben? Aber aus meiner Sicht hat der Kader definitiv die Qualität für die erste Liga und auch sogar für die Meisterschaft. Im Auftaktspiel gegen Sandhausen wird es interessant, denn die Sandhäuser haben in letzter Zeit natürlich ihre Heimspiele dominant gewonnen. Aber wir haben eine neue Saison, wir haben neue Kader und dementsprechend Düsseldorf gewinnt das Auftaktspiel mit 2:1. Das waren meine Tipps für diese zweite Liga, erster Spieltag. Ihr könnt eure Tipps natürlich in der Tipprunde abgeben. Natürlich gibt es wieder eine Tipprunde, unten ist sie verlinkt in der Infobox. Falls sie nicht verlinkt sein sollte, kann ich sie natürlich nochmal in die Kommentarbox schreiben. Schreibt's einfach. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum nächsten Spieltag wieder. Entweder in der ersten, zweiten oder dritten Liga, je nachdem, wann nach euch ist. Wir sehen uns. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.